Erkennt ihr, welchen Fall wir in den folgenden Beispielen verwenden? Ich war halt in einem neuen Geschäftl in der Stadt. Treffen wir uns in einer Stunde? Das Seminar am Wochenende ist in einem Hotel, das ich gar nicht kenne. Ich habe heute einer Frau auf der Straße geholfen. Habt ihr es erkannt? Heute geht es weiter mit unserer Serie zu den Artikeln in unserem Dialekt. Auf Wunsch von zwei Zuschauerinnen ist heute der Artikel im Dativ dran. Vielen Dank für eure Kommentare. Los geht's! Starten wir mit dem unbestimmten männlichen Artikel. Das ist einem. In unserem Artikel sagen wir arm. Vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, in unseren Videos zu den Artikeln im Nominativ und Akkusativ haben wir euch erklärt, dass der unbestimmte Artikel ein immer zu einem a wird. Das passiert eben auch bei Dativ und wir hängen die typische Endung des Dativs, nämlich dieses m an. Also aus einem wird arm. Es ist aber auch möglich, dass ihr die Version arm hört. Also entweder in arm Monat oder in arm Monat. Hier noch ein paar Beispiele. In arm oder in arm Monat fahre ich nach Schweden. Ma, am Tisch fehlt noch Besteck. Ja, er hat es am Kölner schon gesagt. Er schaut am Schauspieler voll ähnlich, aber mir fällt der Name jetzt nicht ein. Sie fährt halt nur zu einem Patienten. Meine Firma ist direkt neben einem großen Park. In einem Tag hat er Geburtstag. Sagst du das wem? Na, das sag ich keinem. Na, das sag ich keinem. Ich glaube, ich hab die Taschen auf irgendeinem Sessel vergessen. In den letzten zwei Sätzen haben wir Indefinitpronomen verwendet. Im vorletzten Satz verwenden wir einem und keinem, also arm und kam. Wir verwenden sie sehr häufig anstelle von den Indefinitpronomen jemandem und niemandem. Wir würden zum Beispiel eher nicht sagen, bist du jemandem auf dem Berg begegnet? Nein, ich bin niemandem begegnet. Sondern wir würden sagen, bist du wem am Berg begegnet? Na, ich bin kam begegnet. Im letzten Satz der Beispiele haben wir das Indefinitpronomen irgendeinem verwendet. Wir sagen in unserem Dialekt dazu irgendarm oder irgendarm. Das heißt, dass irgend bleibt und wir hängen immer die jeweilige Endung an. Wie das beim unbestimmten femininen Artikel funktioniert, das zeigen wir euch jetzt. Auch beim unbestimmten femininen Artikel verwenden wir dieses A von vorhin. Anstatt einer sagen wir einfach Anna. Wohnst du gern in einer großen Stadt? Ich hab gestern einer Frau auf der Straße geholfen. Er wohnt in keiner schönen Gegend. Sie fahren morgen zu einer guten Freundin in die Schweiz. Wir fahren in einer Stunde los. Ich hab gestern voll nett mit einer Kollegin geratscht. Ich hab nicht gewusst, wem ich schreiben kann. Ich hab jetzt einfach irgendeiner Frau von der Gemeinde geschrieben und gefragt. Im letzten Satz haben wir wieder ein Indefinitpronomen verwendet, nämlich irgendeiner. Habt ihr es gemerkt? Wir haben wieder den Stamm irgend verwendet, aber diesmal eben den femininen Artikel angehängt und es wird zu irgendeiner anstatt irgendarm von vorhin beim männlichen unbestimmten Artikel. Schauen wir jetzt noch zum unbestimmten sächlichen Artikel in unserem Dialekt. Wie ihr sicher schon wisst, sind im Dativ die männliche Form und die neutrale oder sächliche Form gleich. Das heißt, wenn ihr vorhin gut aufgepasst habt, dann wisst ihr jetzt schon, wie der unbestimmte sächliche Artikel im Dativ in unserem Dialekt funktioniert. Richtig, aus einem wird wieder arm. Ich bin in einem richtigen schönen Hotel. In einem Jahr wollen sie nach Deutschland ziehen. Voll lieb, das Büdel habe ich heute von einem Kind in der Schule gekriegt. Kann man das mit am Handy machen? Ich glaube, das Geschäft ist direkt neben dem Restaurant. Na, kein Kind schmeckt es, das kann ich dir garantieren. Kein Kind schmeckt es, das kann ich dir garantieren. Ist ja egal, gib's einfach irgendeinem Kind. Und wieder im letzten Satz habt ihr wieder das Indefinitpronomen irgendeinem gehört, das zu irgendarm wird. Also irgendarm Kind. Und was ist mit Plural?
Wie ihr bestimmt wisst, haben wir im Plural keinen unbestimmten Artikel. Aber im Dativ bekommen die Nomen ein N am Ende angehängt. Das machen wir in unserem Dialekt auch. Zum Beispiel, ich arbeite mit viel Computern. Die Lehrerin hilft viel Schülern beim Deutschlernen. Was sagst du zu den Kindern, wenn sie schreien? Sie arbeitet voll gern mit internationalen Gästen. So, alles gemerkt? Einem wird zu... Richtig, am. Einer wird zu... Anna. Jetzt seid ihr auch fast schon Profis im Dativ. Im nächsten Video zeigen wir euch noch, wie der bestimmte Artikel im Dativ in unserem Dialekt funktioniert. Also bis zum nächsten Mal und wie immer bis dahin nicht vergessen, gemeinsam macht Deutschlernen doppelt so viel Spaß.